Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und auf das Video freue ich mich schon seit ein paar Wochen, denn ich stelle euch heute meinen Haygain vor, was das ist, wie der funktioniert und warum ich mich so sehr über die Zusammenarbeit mit Farm & Stable freue, erfahrt ihr jetzt in diesem Video und deswegen will ich gar nicht lange weiterschnacken und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Dieses Video wird jetzt verdammt informativ, aber bevor ich euch alle Infos raushaue, wollte ich euch noch kurz sagen, wann ich das erste Mal was vom Haygain erfahren habe. Als wir in Dagobertshausen waren, stand dort so ein Haygain und Patrick ist da ja sehr aufmerksam, weil alles so um den Stall herum, Pferde, Gesundheit, Ernährung etc., da ist er ja sehr aufmerksam und hat sich den Haygain gleich erklären lassen und meinte auch zu mir, wäre das nicht was für uns, lass uns doch mal überlegen. Und dann kam es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit mit Farm & Stable, unabhängig von dem Gedanken, dass wir uns über den Haygain näher informieren wollten. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, denn ich zeige euch grundsätzlich nur Produkte, die mich überzeugt haben, die ich mir selber kaufen würde oder schon jahrelang besitze. Und wenn das Schicksal dann schon sagt, Saskia, ihr macht euch über den Haygain Gedanken und dann bekomme ich diese tolle Anfrage, dann denke ich, dann soll das auch so sein und deswegen freue ich mich umso mehr, euch dieses Produkt heute vorzustellen. Raufutter ist die Basis der Pferdefütterung. Wesentlicher Bestandteil jeder Futteration für jedes Pferd ist die Rohfasergras und ganzjährig füttern wir das ja in konservierter Form wie Heu oder Heulage. Deswegen ist gerade hier die Qualität super, super wichtig, denn nur durch ausreichend und gutes Raufutter ist das Pferd gesund und hat ein intaktes Verdauungssystem, denn ihr müsst wissen, dass nicht wie wir Menschen, wir speicheln ja die ganze Zeit, also wir haben ja einen durchgängigen Speichelfluss, bei den Pferden ist es anders, die speicheln eben nur, wenn sie kauen. Und da Pferde ja auch einen sehr empfindlichen Magen-Darm-Trakt haben und es zu einer starken Übersäuerung kommt, deswegen haben auch viele Pferde Magengeschwüre, denn das Pferd produziert Magensäure und wir binden den mit unserem Speichel. Damit neutralisieren wir diese starke Magensäure. Wenn ein Pferd aber über den ganzen Tag nur kleine Mengen Heu und dann viel Kraftfutter bekommt, aber kein Raufutter als Ausgleich, dann speichelt es einfach zu wenig und dann kann es eben zu Magenproblemen kommen. Und viele Pferde leiden still unter Magengeschwüren etc. Und das ist nur ein Grund, warum Raufutter wirklich sehr wichtig ist. Damit hätten wir geklärt, dass Heu wirklich sehr wichtig ist. Das Problem ist nur, dass oft das Heu eine sehr schlechte Qualität hat und selbst Heu guter Qualität noch immer Schimmelsporen enthalten kann. Und diese Schimmelsporen, Bakterien und kleinen Partikel, also so lungengängige Partikel, sind halt oft der Auslöser für Husten, für Schnodder und für richtig schwere Lungenerkrankungen bei Pferden. Die Schimmelpilze im Heu verursachen dann so Schimmelsporen, das sind ganz feine kleine Partikel, die dann zum lungengängigen Staub halt beitragen, der sich wirklich auch in der Lunge absetzt und dann zu leichten bis schweren Lungenerkrankungen führen kann. Und es ist tatsächlich so, dass viele Pferde auch schon leichte Atemwegserkrankungen haben, ohne dass man es direkt merkt, aber es einfach auch zum Leistungsabfall dadurch kommen kann. Ein weiterer sehr großer Unterschied zwischen den Pferden und uns Menschen, abgesehen davon, dass wir halt durchgängig Speichel produzieren, ist es eben auch so, dass wir durch Mund und Nase einatmen können. Und wenn es sehr staubig ist, atmen wir oft auch so durch den Mund ein und wollen gar nicht tief durch die Nase in die Lunge einatmen. Bei den Pferden ist es halt eben anders. Sie haben gar keine Wahl, denn sie müssen durch die Nüstern einatmen. Und da die Pferde in den meisten Fällen dann ihr Heu auch vom Boden fressen, stecken die ihre Nüstern komplett in den Berg Heu und atmen beim Fressen die ganze Zeit diese Schimmelsporen ein und alle möglichen lungengängigen Partikel, die eben im schlechten Heu noch enthalten sind. Aus dem Grund leiden leider wirklich viele Pferde unter Atemwegserkrankungen und vor allem im Winter, wenn die Pferde nicht mehr so viele Stunden vielleicht draußen sind, weil die Sommerweiden gesperrt sind oder die Fenster zugemacht werden, steht dieser Staub auch einfach viel länger in den Stallgassen und die Belastung ist dadurch noch viel, viel größer und es kommt eben im Winter oft zu Husten, zu Schnodder und somit auch zum Trainingsausfall. Jetzt habe ich so lange darüber geschnackt, warum es Sinn macht, ein Haygain zu besitzen und jetzt erzähle ich euch, was ein Haygain überhaupt genau ist. Der Haygain ist ein Heubedampfer und dient halt eben zur Heureinigung. Ein traditionelles Verfahren ist zum Beispiel das Einweichen, das kennt man ja auch aus vielen Stellen. Es ist aber wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich die Keimzahl in nur 10 Minuten um 150% erhöhen. Das heißt, wenn ihr das mal weiter spinnt, dann ist euer Heu zwar
nicht mehr in dem Sinne staubig, aber es ist viel, viel stärker mit Bakterien und Keimen belastet. Und das ist natürlich wiederum ein sehr negativer Effekt. Deswegen ist Heu einweichen, wenn man sich darüber mal informiert, nicht unbedingt die beste Lösung. Beim Haygain wird das Heu eben bedampft und sehr, sehr stark erhitzt, wodurch die Bakterien und Schimmelsporen abgetötet werden. Sie werden also nicht versucht rauszuwaschen, sondern man tötet sie durch Hitze und durch diesen Dampf ab. Außerdem scheint das Heu auch super, super schmackhaft zu sein. Das riecht auch richtig gut und soll auch so ein bisschen süßlicher schmecken. Und meine Pferde finden das auch echt gut und fressen das absolut gerne. Für alle, die sich jetzt Sorgen um die Nährstoffe im Heu machen, da kann ich euch beruhigen. Genauso wie es empfohlen wird, Gemüse, also für uns das Gemüse, zu dampfgaren anstatt zu kochen, ist es auch bei dem Heu, dass gerade durch dieses Verfahren die Nährstoffe erhalten bleiben. Der Haygain arbeitet mit einem ganz speziellen Verfahren, um das Heu wirklich von allen Seiten komplett zu bedampfen und auf die richtige Temperatur zu erhitzen, damit die Keime abgetötet werden. Es ist so, dass der Haygain, bei mir ist es jetzt ja das große Modell, so rautenförmige Platten hat, auf denen Spikes sind. Und es gibt Heuverdampfer, die einfach so von unten das irgendwo an der Seite vielleicht so diesen Wasserdampf reingeben und dann ist das Heu halbseitig vielleicht gut bedampft, aber nicht gleichmäßig durchgedampft. Und bei dem Haygain ist es eben so, dass das Heu von den Spikes komplett durchgedampft wird. Einmal von innen nach außen. Und wir haben oben im Deckel von dem Heubehälter auch das Thermometer. Und erst wenn da die richtige Temperatur angekommen ist, dann wisst ihr, das Heu wurde einmal komplett auf diese Temperatur erhitzt. Und das ist das Besondere. Das ist wirklich so von, ja, es geht richtig von innen nach außen, wird dieser Dampf durchs ganze Heu durchgeleitet, sage ich mal, durch diese Spikes. Die Bedienung ist kinderleicht. Auch ich als kleine Person mit dem ganz großen Heubehälter kann ihn super einfach von A nach B transportieren. Da sind so praktische Rollen drunter. Und die tägliche Bedienung sieht so aus. Wasser in den Heubedampfer, also in den Verdampfer, dann Heu in den Heubehälter, Anknopf drücken, warten, Heu raus, füttern, fertig. Wichtig ist, dass ihr das Heu innerhalb von 24 Stunden verfüttert. Diese Konservierung ist natürlich nicht auf Dauer. Das Heu liegt ja dann auch oft auf dem Boden und damit sich keine neuen Sporen etc. bilden können, innerhalb von 24 Stunden verfüttern. Unser Haygain ist für 3 bis 4 Pferde ausgelegt mit einem Verdampfer. Es gibt dieses Modell auch mit 2 Verdampfern. Da kann man sogar diese gepressten kleinen Handballen reinpacken. Wir packen aber ja eh generell loses Heu rein oder in Form von Heusäcken. Damit ihr lange was von eurem Haygain habt, muss der natürlich auch gepflegt werden und gereinigt werden. Da werde ich ein separates Video noch zu drehen. Patrick ist aber sehr pingelig und macht es sogar öfter, als man muss. Grundsätzlich solltet ihr nach jeder Bedampfung das ganze Heu rauskramen aus dem Haygain. Einmal die Woche den Haygain ausspülen und alle 4 bis 6 Wochen muss der Verdampfer entkalkt werden. Jetzt habe ich euch erzählt, wie toll ich den Haygain finde und die ganzen Vorteile. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja und jetzt? Stimmt das denn wirklich? Das Ganze ist wissenschaftlich durch verschiedene Forschungen auch bewiesen und auf der Seite von Farm & Stable gibt es auch diese Forschungsberichte. Eine weitere Studie hat nachgewiesen, dass sogar die Kauschläge, also wie oft ein Pferd in einer Minute kaut, sich erhöht, wenn es Heu aus einem Haygain frisst. Das finde ich auch ganz cool, weil wir haben ja am Anfang von diesem Video das Thema mit der Speichelproduktion und der Magensäure und so mehr ein Pferd kaut, umso mehr speichelt es auch und deswegen ist es natürlich ein weiterer positiver Aspekt von dieser ganzen Sache. Ich habe den Haygain jetzt ein paar Wochen getestet und ich bin wirklich sehr begeistert. Ich kann auch feststellen, gerade Sammy, die wirklich mit Husten zu tun hat, dass es besser geworden ist. Ich hantiere lieber mit dem Heu seitdem und auch so allgemein habe ich schon das Gefühl, dass das grundsätzlich einfach die ganze Luft auch so bei uns an den Boxen verbessert. Und ja, Carlson hat leider auch schon so ein bisschen damit zu tun gehabt mit Husten und Schnodder und auch das ist besser geworden. Von daher werde ich dieses Produkt weiterverwenden, auch das ganze Jahr über, nicht nur im Winter, wenn die Türen öfter zu sind und bin sehr begeistert und freue mich über diese tolle Zusammenarbeit und dass ich euch das Ganze näher bringen durfte.
Und dann möchte ich mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dieses Video für euch zu drehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.